Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Nachdem wir hier in der Wüste einige Aliens wieder entsorgt haben und mit nach Hause genommen haben, wir haben den 30. April, das heißt, das ist kurz davor, dass wir einen neuen Bericht bekommen. Und es könnte sein, dass der Bericht dieses Mal weniger gut ausfällt, weil hier haben wir eine Alien Base, die wir noch nicht angegriffen haben und die wir meiner Meinung nach auch noch einige Zeit lang nicht angreifen sollten, weil erstens habe ich schon mal ausprobiert, wo ihr nicht zugeschaut habt. Und zweitens habe ich mir auch ein paar andere Videos angesehen, wo klar war, wir sollten zumindest gut im Mindblocking, besser im Mindblocking werden und vielleicht ein bisschen bessere Rüstungen haben. Beides bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie wir das auf die schnellste Art und Weise kriegen. Ich habe auf jeden Fall meine Forschungsarbeiten verstärkt. Ich hoffe einfach, dass wir dann im Endeffekt auch auf bessere Rüstungen kommen. Na gut, machen wir einfach weiter. Okay, das dazu. Ja, tatsächlich ein Minus. Warum aber so viel Minus? Das Rating ist okay. Minus 158.000. Russland und Brasilien. Ah ja, Brasilien kann ich mir vorstellen, weil da gab es eine Terroraktion in Brasilia, die wir auch ignoriert haben. Na gut. Das heißt, wir müssen dieses Monat etwas besser werden. Russland könnte daher liegen, weil wir zwei von unseren Abfangjägern in Russland verloren haben. Die sind dort abgeschossen worden. Das war auch keine besonders kluge Idee. Yay, ein Labor in Havanna. Haben wir eigentlich schon? Ja, wir haben schon Scientists hier. Machen wir Research. New Project. Machen wir die Mind Probe gleich. Weil ich glaube, das sollte uns helfen. Außerdem, wir haben jetzt etwas mehr Geld. Das heißt, wir könnten noch einmal 20 einstellen von denen. Ja. Mal 10, oder? Nehmen wir nur 15. Und nehmen auch noch 5. Ja, ich weiß. Und nehmen auch noch 5 Soldaten. Machen wir es so. So, dann können wir hier, wir haben in 6 Tagen auch einen Workshop. Das heißt, was wir hier machen, ist Folgendes. Wir werden hier auch. Wow, wir haben nur noch 440.000. Wir transferieren nach. Warte mal, wo ist das? In Taipei. Wir transferieren nach Taipei. Erstens, was transferieren wir da drüber? Paar Laserpistolen. Ein paar Laser-Rifles. Ein paar Heavy-Laser. Ein paar Medikits. Heavy Plasma Clips. Plasma Rifles. Für den Fall, dass wir dort angegriffen werden. Ich hoffe, die Plasma Rifles sind bald erforscht von meinen Typen. Dann, genau, wir werden verkaufen ein paar Sachen. Wir haben da ja noch Sektoidenkörper, die brauchen wir nicht mehr. Floater, haben wir die jetzt schon erforscht? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon, oder? UFO Navigation. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen werden, aber wir verkaufen auf jeden Fall mal 5. Weil, ja. Die sind einfach so teuer. Mindprobes bringen 304.000. Ich will gar nicht wissen, was die können. Die sind sicherlich ein Wahnsinn.
Kauf mal einen. Dann haben wir genügend Geld. Habe ich das jetzt transferiert? Ach shit. Habe ich auf Transfer geklickt oder auf Cancel? Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Meine Güte, ich bin so dumm. Nein. Wir haben es nicht transferiert. Ach, ich bin so dumm. So, da haben wir gesagt 5 und 15. Ah, vom Heavy Plasma nehmen wir auch 2. Ah, dann nehmen wir den da auch mit. Das ist eine gute Idee, einen Small Launcher, falls wir angegriffen werden. Ist okay, machen wir doch glatt. So, dann werden wir hier purchasen, und zwar 15 Soldaten, so wie auf der anderen Seite, und not enough money. Okay, wir nehmen nur 10 Soldaten und 15 Ingenieure einmal. Wir sollten vielleicht auch Sachen verkaufen, die wir bauen. Rifles und Personal Armors. Okay. Na gut, schauen wir weiter. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles tun. So, du bist jetzt in der Nähe von dem. Das sollte uns die Möglichkeit geben. Gut. Ich weiß nicht, ob uns das hilft, wenn wir solche Leute über Meer abschießen, aber wir tun es halt jetzt einmal. Okay. In Taipei sind ein paar Sachen angekommen. Aber das ist uns okay. Ah ja, das müssen wir uns schon anschauen. Manufacture, New Production, was brauchen wir dort? Ha, wir könnten dort so einen Tank bauen. Das Verteidigungsding ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Oder Medikits mal. Was heißt not? Ach so. Okay. Na, in 3 Tagen erst. Haben wir da den Workshop? Okay, na gut. Na bitte, sollten wir eigentlich auch abschießen können. Und zwar mit unserem Interceptor in Havanna. Das wird uns Punkte in den Vereinigten Staaten bringen. Skyranger, du fliegst dort drüber. Ich hoffe, wir sind noch untertags dort. Haha, sind wir schneller als die Tag-Nacht-Grenze? Ein wenig. Wir sind der Nacht gerade mal ein bisschen voraus. Okay. Wir speichern mal das Spiel, obwohl ich ja glaube, dass das nicht mehr so ein Problem darstellen sollte. So ein kleines UFO. Das hat, glaube ich, 5 oder 6 Mann Besatzung. Vielleicht auch 7. Also nicht schwer zum sagen. Die Tag-Nacht-Grenze kommt. Und wir sind beim UFO. Yo. Ich glaube, die müssen wir auch nicht unbedingt gefangen nehmen, diese Leute. Ein Launcher. Wieso sind da
drei von diesen Dingern übrig, frage ich mich. Kann das sein? Ah, wir sind nicht voll ausgerastet. Da fehlen uns drei Leute. Neue Aliens, die wir nicht treffen. Verständlich, dass du da gestorben bist für diese unfähige Aktion. Gibt's hier wohl nicht alles niedergeschossen? Was heißt No Line of Fire? Ach Gott, das Raumschiff ist im Weg. Schieß ihn einfach ab. Kannst den auch abschießen? Offensichtlich nicht. So, schauen wir mal, bist du tot? Ja, er ist tot. Okay, die halten etwas mehr aus. Wahnsinn. Geh in die Knie. Du gehst auch in die Knie. So, da ist das Raumschiff. Vielleicht sollten wir bei denen doch jemanden gefangen setzen, wenn geht. Ah, da ist aus. Das heißt, das hinten. Weiß ich nicht, ob da noch ein dritter sein wird bei diesem Haus. Okay, auf jeden Fall sehen wir da wie sagt man, das ist irgendwie ein Bild, das recht häufig kommt. Wenn sie hier draußen sind, dann sind sie in solchen Häusern bei den Fenstern, um rauszuschießen, diese elenden Aliens. So, du bist aber bis daher. Daher. Bis daher. Und tschüss. Ah, scheinbar sind die nicht besonders gut im Schießen. Aus der Richtung hat einer geschossen. Aber wo hier wirklich? Ha, zwei gleich. Einer am Dach und einer da am Fenster. Schießen wir auf den am Dach oder auf den am Fenster? Wir hätten vielleicht auf den auf dem Dach schießen sollen. Na gut, na super, das haben wir gut gemacht. Warte mal, geht das überhaupt? Jo, wird sich ausgehen. So, da oben ist ein. Ah, das ist noch weit darauf. Dieses Alien hat das überstanden. Na super. Wie oft muss man den treffen, damit er hin ist? Das ist sehr ärgerlich.
könnten wir diese Aliens bitte killen? Wie oft habe ich jetzt auf dieses Alien schon eingeschossen? Vor allem, ich bin mir sicher, dass ich es schon mehrfach getroffen habe. Ist das arg? Na endlich. Auf Josef ist halt Verlass. Kannst du auch auf den da oben schießen? Ja, du kannst drauf schießen, aber treffen tust du ihn nicht. Ich hoffe, die werfen keine Granaten, weil sonst sind wir jetzt alle tot. Dann war es vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir abgespeichert haben. Und gehen die Deckung. Ach, du gehst in Deckung. So, Susanne. Du hättest noch was zum Schießen. Wenn ich dich von hier rauf schießen lasse, triffst du da den da? Okay, wir speichern ab. Wenn ich den treffe, dann sind alle im Koma und dann haben wir verloren. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich würde den da oben ganz gerne fangen. Der ist zwar nur ein Krieger, aber wer weiß, was er uns noch zu sagen hat. Immerhin ist ein, ich weiß nicht, wie die heißen, Mutants, glaube ich, oder so irgendwie. Warte mal, wir könnten sogar ein Dings. Na, Endshot geht sich leider nicht aus. Schade. Na, okay. Das dazu. Immerhin haben wir nicht unsere eigenen Leute umgebracht. Schaut nicht verletzt aus, schaut nicht verletzt aus. Okay. Na, die Rüstung hat sich schon fast ausgezahlt. Dann versuchen wir das nochmal. Aimshot. Ah, verdammt. Wir müssen ihn irgendwie sehen. So, da ist er. Ah, du kannst gar keinen Aimshot mehr machen. Mist. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Geh weg, wenn es geht. Wir brauchen für einen Aimshot 51. Sonst so viel drauf. Ach, geh bitte. So ein Mist. Wir sind zu weit vorgegangen. Kannst du auf ihn schießen? Wieso kannst du schießen?
Aber er hat nicht gemacht. Das heißt, er ist wahrscheinlich nur betäubt. Yes. Geh weiter bis zu dem Baum da. Schaut dir aus. Und ein Korps. Oh, Mist. Denise. Ist davor. Gehst bis zu dem Baum draus. Josef, auch zum Baum. Wo ist denn der Eingang auf der Seite, gell? Mist. Einmal rundherum dumm gehen. Okay, du gehst da mit dem Typen. Ja, das war's schon. Hey, wir haben einen Live-Alien recovered. Sehr gut, sehr gut. Alien Android 10, das Raumschiff war ziemlich hinüber offensichtlich. Und wir haben ein positives Rating, na immerhin. Der Josef wird zum Colonel, die Denise zum Captain und Edom zum Sergeant. Auch nicht schlecht. So, schauen wir mal. Achso, das können wir erst equipen. Wir haben jetzt drei Leute verloren. Oder? Wie viele haben wir denn verloren? Warte mal. Irgendwie. Wo finde ich denn das bei der Base Information vielleicht? 22 Soldaten habe ich. Okay, drei brauche ich. Was heißt not enough money? Wir müssen Sachen verkaufen, kann das sein? Davon können wir auf jeden Fall drei verkaufen. Was verkauft man noch? Ein paar Alien Grenades. Die setzen hier eh nie ein. Ich bin so unfähig, was Granaten betrifft. Heavy Plasma verkaufen wir auch ein paar. So, und jetzt aber. Drei Soldaten. Hey, Research completed. UFO Navigation für Report. Alien craft use sophisticated computers to navigate on Earth and through space. The system is based on optical processors arranged in network fashion. The control interface is relatively simple. The navigator controls the direction of gravity waves generated by the Gravitationswellen. Bist du wahnsinnig, wie modern das Ding ist? Generated by the power source to move the craft in any direction. This system can be used easily by humans and it can be reproduced using alien alloys and other components. Okay, wir können es also verwenden. Das finde ich gut. Ja, dann machen wir gleich den Muton Soldier. Oder Muttenkorps. Ah, verdammt, ich mache da auch Mindprobes. Kann das sein, dass ich das. Wollen wir jetzt nicht bauen. Construction of Workshop at Taipei is completed.
Yay. Und wir Medikits. Und zwar brauchen wir 20 Stück mal. Die können wir im Endeffekt auch verkaufen, wenn es ist. Very large klingt schlecht. Versuchen wir es mal. Large, very large wohl ist. So, schauen wir mal, wen nehmen wir denn da drauf? So, da ein paar Leute runterlassen wieder. Sie nehmen wir nicht mit. Captain, Captain, Sergeant. Nehmen wir noch einen Rookie mit als. Quasi alles, wie sagt man? Bauernopfer? Nein, nicht Bauernopfer. Mensch, der als erstes abgeschossen wird. So, die Leute im Sky Ranger haben alle eine Personal Armor. Hier liegt gerade. Die rüsten wir auch alle mit Personal Armor aus und passt. Dann transferieren wir einen Teil von den Personal Armors weiter. Mal nach Havanna. Zuerst, da ist nämlich die Wissenschaftskolonie. Die sollten dort etwas besser ausgerüstet sein. So, und jetzt schauen wir mal an, was passiert. Ah, das ist sicherlich ein Terrorschiff. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Standoff, wie kann man da wegfliegen wieder? Oh, ich will nicht noch einmal ein Raumschiff verlieren. Das ist ja ein Monster, dieses Ding. Könntest du bitte landen? Das wäre natürlich cool, wenn wir da rein könnten. Wenn wir so ein Dings gelandet irgendwo finden würden. Was machst du da in der Wüste? Dummes Ding. Very low. Komm, lande. Am besten wäre es, wenn du landen würdest. Jenny Mikonen. Schauen wir mal. Was kannst du? Nichts, nichts, nichts. Eva Simon. Na, du bist zumindest ein wenig brave. Jenny Mikkonen, oh Gott, du bist ein Feigling. Aber du bist stark. Ein starker Feigling, immerhin. Könntest du dich irgendwo hinplatzen, du dummes Ding? Ich kann dich nicht abschießen, du bist zu stark für meine Dinger. Und ich möchte nicht noch einmal Interceptor verlieren, dafür habe ich zu wenig Geld. Mal abgesehen davon, das kostet offensichtlich Punkte beim Rad der.
Was sind denn da die guten? Gibt es dann BSF? Oder BFS? BF. Du kriegst deine Armor. Warte mal, sind das 5 neue vielleicht? Habe ich die noch nicht? Die ist zum Beispiel stark. Ja, okay. Die Mindestanforderungen für beides erfüllt. Für brave und stark. Jemand, der stark ist. Ist auch eine Personal Armor. Agathe-Maler. Du kriegst auch noch eine Personal Armor. Okay. Passt. Noch ein Very Large. Und versuchen wir es mal. Vielleicht ist ein bisschen ein kleineres. Ja, das ist ein Versorgungsschiff wahrscheinlich für die Basis. Das brauchen wir nicht versuchen. Um ehrlich zu sein, ich habe noch einmal Very Large und Very Low. Okay. Ist das vielleicht das gleiche? Das gibt's ja nicht mit einem Schuss. Ich bin so dumm, ich hätte nicht engagen sollen. Nicht gut. Jetzt müssen wir noch einen Interceptor kaufen. Ach, so ein Dreck. Ich bin so ein Idiot. Was heißt Tracking Lost? Ah, der ist wahrscheinlich ins Weltall. Not if I'm, warte mal, dann verkaufen wir aber. Wir verkaufen 3 und bauen dafür weiter. Large kann man abschießen, das weiß ich. Okay, das versuchen wir doch glatt mal. Was heißt Tracking Lost? Ach, stimmt. Wir brauchen ja noch Avalanche Missiles. Ach Gott. Avalanche Launchers. Das ist ärgerlich.
Müssen wir mal kaufen. Wie viel kostet sowas? 17.000. Wir kaufen einen. Wir brauchen einen Laser Cannon. Kostbeschränkung ist 182. Ah, das kann man nicht machen, weil wir zu wenig Geld haben. Okay, warte mal. Sellen wir was? Und zwar 4 von den Plasma Rifles. Und 2 von den Laser Rifles. Das sollte reichen. Und eine mit diesen 10 Typen. Okay, dafür brauchen wir mehr Platz. Da machen wir Heavy Lasers, weil ich immer sagen lassen, die kann man gut verkaufen. Und mal 20. Okay, dann kriegst du einen Laser Cannon. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal noch einen Avalanche Launcher. Das war auch kein gutes Monat bis jetzt. Vor allem, weil wir den Dings verloren haben. Vielleicht sollten wir die Basis doch angreifen, weil wir sonst aus dem Spiel wieder rausfliegen. Wenn wir zweimal hintereinander einen negativen Event haben, so haben wir das erste Spiel auch verloren. Ein Terror Site wäre mir lieber, um ehrlich zu sein. Gute Frage, wir haben den 18. Mai. Kommt noch irgendwas Gescheites, was wir... Ja, das dazu. Wir haben einen Interceptor verloren. Das bringt Minuspunkte. Ich weiß nicht, ob das Pluspunkte bringt, wenn man UFOs abschießt über dem Wasser und sie dann nicht birgt. Haben wir noch? Wir können noch einmal schießen. Das ist schlecht. Ich glaube, die werden wir nicht abschießen können. Versuch du mal dein Glück da. Das wäre so ein Raumschiff.
Das müsste sich eigentlich auch am Tag ausgehen. Wenn er hochkommt, kann man vielleicht abschießen. Und das ist ein großes. Ein großes. Geh, bleib stehen, du dummes Ding. Lass dich abschießen. Verdammt. Harr. Das war echt mies jetzt. Es geht nichts gut. Der macht noch Refueling. Wie lange denn noch? Wenn der noch refuelt, brauchen wir die gar nicht schicken, oder? Doch, wieso ist der schon fertig? Ja, dieses Mal schaffen wir es nicht bei Tag. Also irgendwie funktioniert das gar nichts. Mutant Autopsy, na immerhin. The skin of this creature appears to be an organically created protective armor. Das haben wir schon mitgekriegt. Das Ding ist nicht so einfach tot zu kriegen. Which is grafted onto the body. There are numerous cybernetic implants which are used to enhance this cardiovascular system and the senses. The reproductive organs appear to have been surgically removed. Evidently, these unfortunate creatures are limited to a life of warfare and conquest. Na super. Armor piercing ammunition is not very effective against their toughened skin. Okay. Naja, sprechen wir mal mit dem Dings, mit dem Soldaten. Wer weiß, ob das was bringt. Sollen wir das riskieren? Egal. Für heute haben wir auf jeden Fall genug gemacht. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht werde ich das sogar in zwei Teile teilen, dieses Video, weil ich glaube, es ist jetzt recht lang geworden. Schauen wir mal, ob wir noch lange weiterspielen können. Weil, wie schon gesagt, noch eine negative Leistung und man wirft mich aus dem Bewerb. Na gut, bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Gute Nacht.